Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit mir, dem Mr. Merp. Ich habe eine neue, ja, Dunkelelfenmannschaft gebaut, denn die alte, die war im Grunde kaputt. Zwei tote Spieler und zwei Spieler, die nachhaltig verletzt waren mit minus 1 auf Rüstung. Da waren die zwei weiteren toten Spieler ohnehin absehbar und kein Geld, diese Verluste ja adäquat ausgleichen zu können. Und daher sowieso die meisten Spieler noch gar keinen Skill hatten, von denen, die noch lebten. Und nur ganz, ganz wenige, die tatsächlich lebten, wenigstens ein Level abgemacht hatten, habe ich mir gedacht, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal neu anzufangen. Und damit haben wir eine neue Besetzung der Malekit Marauders. Das neue Thema ist All Shall Suffer. Und ja, ich war ein bisschen kreativer mit den Namen diesmal, denn sie sind alle so ein bisschen angepasst. Erstmal haben wir hier Bitch Nelda, das ist eine Hexenkriegerin, und daneben Zicky, also die zwei sehr, sehr freundlichen Zwillingsschwestern. Dann haben wir Sido, natürlich mit der Maske, diesmal sogar mit dem Namen. Haben wir Emo, weil er so eine entsprechende Frisur hat, hier mit der Augenklappe Eagle Eye, hier mit dem Gesichtsmascara. Mascara? Dann haben wir Pirate. Tissue, hier direkt vor der Nase und vor dem Mund. Razor, der sich kahl rasiert hat. Two-Face, naja, wegen dem da halt, ne? Und Tier, und da müssen wir genau hingucken, das liegt daran, dass er eine Tätowierung hat. Das sieht so aus, als wird der arme Kerl flennen. Deswegen nennen ihn alle im Team Tier. So, so viel dazu. Wir haben noch 30.000 Gold übrig, können uns aber eigentlich nichts Sinnvolles mehr kaufen, weshalb wir auch in dieses erste Spielchen ohne irgendeine Form von Apotheker gehen müssen. Und ich hoffe inständig, dass es nicht zu Todesfällen kommt. Ich suche jetzt mal einen Gegner. Und damit treten wir wohl, so wie es aussieht, gegen eine frische oder zumindest beschädigte Echsenmenschenmannschaft an. Wir haben nicht genug Geld, um irgendetwas auszugleichen. Aber so wie es aussieht, hat ein Kollege auch gerade eben erst angefangen. Die Lustria Titans sind es. Ja, immerhin schon mal ein cooler Name für eine Blood Bowl-Mannschaft. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns mal an, was der Gegner so drauf hat. Es ist zwar wieder eine Mannschaft mit Stärke 4, aber mit unserer hohen Geschicklichkeit von 4 können wir da eventuell den Echsen da so das eine oder andere Mal vielleicht entfleuchen. Ich sag nur vielleicht. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, auf den kleinen Skinks ein bisschen rumzutrampeln. Oh, und ich sehe auch schon, dass hier ein Croxigo hat. Und wir spielen in The Black Ark. Also wir haben ein Heimspiel, was so gesehen überhaupt nichts bedeutet. Aber egal. Ich schreibe dem Kollegen schon mal Hi. Und dann schauen wir uns mal unsere Mannschaft an. Ja, Standard halt, ne? Die Dunkelelfen. Es muss ja auch mit Dunkelelfen möglich sein, ein gutes Spiel aufzubauen. Besonders schnell außer den Hexenkriegern ist bei den Dunkelelfen ja eigentlich niemand. Die setzen ja interessanterweise auch eher auf Geprügele. Wir sehen schon mal zwei Skinks. Drei von den Saurüsseln, vier Saurüssel, fünf Saurüssel. 6. Okay, er hat die maximale Anzahl an Saurüsseln. Dann dürfte er dann noch einen Croxigo haben und insgesamt, so wie es aussieht, 4 Skinks. Mal schauen, wer den Ball bekommt. Wir nehmen natürlich als allererstes den Ball, denn dann haben wir die Chance, schon mal auf den einen oder anderen Skink rumzutreten. Er hat keinen Ersatzspieler, genauso wenig wie wir. Dafür hat er zwei Rerolls, was wir nicht haben. Weil unsere Spieler einfach so ätzend teuer sind. Also ich habe diesmal auf den Assassinen verzichtet. Wir haben auch keinen Läufer. Aber trotzdem, wenn man 4 ja, Blitzer nimmt und zwei Hexenkriegerinnen, dann ist es sehr, sehr teuer, was man sich hier so sozusagen anlacht. Und wir sehen jetzt hier gerade eben auch schon... Was soll denn das? Bist du des Wahnes? Mein lieber Freund und Kupferstecher. Ich bin mir gerade eben nicht sicher, ob du weißt, was du da tust. Wobei die Aufstellung jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht gegen mich ist. Schwierig, schwierig, schwierig. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir da durchkommen. Ich weiß noch nicht, wie wir das tun werden. Hier haben wir einen Blitzer, da haben wir einen normalen Spieler, da haben wir einen Blitzer. Sido ist an vorderster Front. Okay. Ah, nee, er macht es jetzt doch anders. Weil also ich hätte das jetzt gerade eben irgendwie sehr, sehr fragwürdig empfunden. Wir können hier zwei Spieler hinstellen. Wenn wir hier noch einen hinstellen, also wir haben vielleicht die Chance, gleich einen der Echsen rauszuhauen. Unsere beste Chance ist eigentlich, uns jetzt hier auf eine Seite zu verlagern.
Und ich glaube, das werden wir auch tun. Mein Plan ist es eigentlich hier, den hier rauszuschubsen. Mit Unterstützung von zwei Spielern, den hier quasi negieren. Und dann müssen wir das gar nicht. Dann müssen wir den gar nicht. Gut, hallo? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich kann das auch hier machen. Ist mir völlig egal, wo ich das tue. Auf irgendeiner Seite werde ich diese Aktion durchziehen und werde gleich mal einen rausschubsen. So zumindest der Plan. So, ich habe natürlich keinen Bock, mich mit dem hier anzulegen, weswegen wir das jetzt hier mal ganz, ganz fröhlich so machen. Und hier noch, Moment, einen ganz, ganz normalen Feldspieler einfach mal hier so in die Mitte verfrachten, dass hier keiner so einfach durchlaufen kann. Dann stellen wir die Hexenkriegerin mal hier auf. Einen weiteren Feldspieler hier, der soll ja unterstützend wirken. Der muss dahin, dann muss einer dahin. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einen hier hinstellen. Ähnliches Spielchen, wobei, dann machen wir das eigentlich so, oder? Ach nee, das ist ja sehr ein Blitzer. Moment, dann machen wir das so. Und so. Und so. Also der Plan ist, wie gesagt, halt einen von diesen blöden Echsen rauszuschubsen. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Wir wissen es nicht. So, ein Ball wird da hinten landen. Ja, da rennen wir dann einfach bei Bedarf zurück. Ganz im Ernst, wir wissen eh nicht, wo der Ball landet. Wir speichern mal diese Aufstellung als Aufstellung 1. Und dann gucken wir mal, was hier gleich passieren wird. Und da kommt auch schon das Bällchen. Ach du Kacke. Minus 1 auf alle Passwürfe. Das ist natürlich jetzt Gift für uns. Das ist super giftig für uns. Ach du Scheibenkleister. Im Großen und Ganzen kann ich es eigentlich wirklich nur so machen. So, und den hier müssten wir dann negieren. Das kriegen wir aber auch so hin. So, ich möchte auf jeden Fall, bevor wir das jetzt hier gleich tun, Spieler dahin bekommen, wo sie hin müssen, um den Ball abzusichern. Wenn wir schon mal mit der Hexenkriegerin dahin. Die rennt, das ist so unglaublich. Man glaubt eigentlich nicht, dass sie wirklich Bewegung 7 haben kann, mit ihrem komischen, hochhackigen Schuhgerenne. Sieht ja so aus, als würde sie so eine Art Moonwalk vorhaben. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir mal da ran und schieben den Kollegen hoffentlich raus. Jawohl, das fängt schon mal gut an. Und zack, die Buff. Ja, raus mit dir. Er gibt auf, ernsthaft? Ernsthaft? Das ist ja wohl die größte... So ein Feigling, man glaubt es einfach nicht. Entschuldigung, dass ich das so direkt sagen muss, aber das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Blood Bowl-Spieler. Es ist nicht zu fassen. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Also das, ja, ich bin ein klein wenig empört. Das ist aber jetzt schon das zweite Spiel in dieser Art und Weise, was irgendwie so komisch läuft. Keine Ahnung, wir suchen uns einfach mal den nächsten. Und damit haben wir einen Ork, der anscheinend schon das eine oder andere Spiel gespielt hat. Ich persönlich hoffe ja, dass es für mich jetzt nicht allzu schlimm wird. Wir nehmen auf jeden Fall... Ich hätte eigentlich einen Apothekarius kaufen sollen. Scheibenkleister. Naja gut, wir nehmen auf jeden Fall mal einen wandernden Apotheker mit. Und dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir auf jeden Fall einen. Ich habe vergessen, ihn jetzt quasi hier gleich mal einzukaufen. Den Standardapotheker. Ich hoffe, das wird uns jetzt hier nicht zum Verhängnis. Aber wir haben ja immerhin noch den einen oder anderen... also wir haben jetzt gerade eben uns einen wandernden Apotheker leisten können. So gesehen sind natürlich dann unsere Geldmittel noch da. Und wir haben einen geringeren Teamwert, was uns natürlich jetzt hier gerade eben weitergeholfen hat. Also so oder so haben wir dadurch jetzt einfach einen Apotheker. Auf mehr wäre es eigentlich höchstwahrscheinlich sowieso nicht hinausgelaufen, wenn ich so drüber nachdenke. Denn 50.000 hätte er gekostet. Dann hätten wir 50 Punkte mehr gehabt auf dem Team. Oh, er hat einen Troll und einen Goblin. Das sieht man heutzutage nicht oft. Wir spielen gegen Clodo 14. Also das ist der Spieler. Ich schreibe ihm mal einfach Hi. So.
hoffen wir mal, dass das jetzt hier so klappt, wie also dass der nicht gleich aufgibt und so weiter und so fort. Ist ja unglaublich. Gleich, also, ich habe gefühlt 6 Spieler bewegt, mach einen Tackle und er gibt auf, der Echsenspieler. Ja, er ist selber schuld, wenn er seine Spieler so aufstellt. Man stellt auch seine Spieler nicht so nebeneinander. Da wirst du halt easy angegriffen, ne? Man muss halt quasi gestaffelt nach hinten aufstellen. So. Einmal bitteschön Münzwurf. Und der Gegner darf wählen. Das finde ich jetzt natürlich nicht so toll. Die Frage ist, was wird er tun? Er überlegt lange. Scheint eine schwere Entscheidung zu sein. Und er will final, so wie es aussieht, angreifen. Wir schauen uns als allererstes ganz kurz mal seine Spielerchen an. Der hat schon ein paar Punkte. Der hat ein paar Punkte. Das sind alles bis jetzt... Ah, der hat ein Level-Up. Oh, der Tackle. Gut, wir haben eh keine Ausweichenspieler außer die Elfe. Ne, im Großen und Ganzen hat der eigentlich nur einen einzigen Spieler, der mal sowas wie ein Level-Up gesehen hat. So, wir gehen mal dahin. Hier in die Mitte. Da haben wir Blocker, Blocker, ole ole. Feldspieler. Dahin. So hin. Moment, die ziehen wir gleich in die zweite Reihe, denn ich habe keinen Bock, dass die vorne steht. So. Die Blitzer noch dahin. Selbe Spielchen hier. Und so, genau, denn man muss so aufstellen, dann kann man mich nämlich mit der Raserei diese Aktion, die ich da durchgezogen habe, ja gar nicht machen. Aber viele Leute scheinen das entweder nicht zu wissen oder es ist ihnen egal oder keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht es uns nicht weiter zu interessieren. Wir haben unsere Aufstellung gefunden und hoffen einfach, dass wir gegen diese Orks nicht allzu kaputt rauskommen. Auf jeden Fall, er hat 4... Ah, er hat 4 Rerolls. Deswegen hat er so einen hohen Teamwert. Wir haben natürlich nach wie vor 0. Das sind auch Dinge, die wir ändern müssen. Also wenn der jetzt auch nochmal aufgibt, dann werde ich diese Folge einfach so bringen. Ne? Feigheit des Feindes, die zweite sozusagen. Und er bekommt noch einen Wiederholungswurf. Ja gut, kein Wunder. Er hat ja auch wahrscheinlich schon einiges an Fanfaktor gesammelt. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es bekommt, sehr groß. Ui, und das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Also wird erstmal nur geschubst. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das finde ich fantastisch. Das finde ich jetzt weniger fantastisch, aber er hat immerhin schon mal seinen Reroll verbrauchen müssen bei seiner zweiten Aktion. Au, aber es gibt auch zum Glück ja auch keine schwere Verletzung. Schließlich hat er auch Rüstung 8. Ich meine, das ist genauso gut wie meine Hochelfen. Meine Hochelfen bekommen dann normalerweise auch nicht gleich einen Genickbruch. Oder zumindest nicht am laufenden Band. Scheint auf jeden Fall links irgendwie schon ein bisschen vorrücken zu wollen, aber... Er hält sich noch Optionen offen. Warum will er jetzt da blitzen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich glaube, er hat sich verklickt gehabt. Okay... Gut, hier könnten wir auch wieder dieselbe Nummer durchziehen, mit rausschubsen und heiße Hopsasa. Jetzt blitzt er dahin. Und damit ist schon mal klar, dass seine Runde vorbei ist. Das fand ich gerade eben sehr sympathisch. So, mein Freund und Kupferstecherli. Sie werden jetzt hier gleich mal Bekanntschaft mit den Fans machen. Möchte ich an dieser Stelle mal andeuten. So der Plan. Ja, deutet sich schon mal an, dass das passieren könnte. Jawohl. Und tschüss. Spieler Nummer 1 ist schon mal draußen und hat Spaß. Und wir sind mit der Hexenkriegerin auf dem Weg. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Der hier steht jetzt hier natürlich ein bisschen blöd. Weshalb wir ihm jetzt hier mal so ein bisschen Unterstützung zukommen lassen. Ich möchte nicht, dass der rausgeschubst wird.
So, wir haben jetzt hier natürlich diese Situation. Und diese Situation. Der hat Stärke 5. 1, 2, 3. Dann komme ich maximal auf Stärke 5. Finde ich gerade eben nicht so pralle. Ich persönlich behaupte mal, dass es sinnvoll sein könnte, dass wir uns jetzt hier mal irgendwie so... Moment, so so. Versuch ist es ehrlich gesagt wert, wobei die Elfe können es noch leichter schaffen. Wir versuchen es einfach. YOLO-Mod! Ja, die ist durchgekommen. Fantastisch. So, jetzt sind wir auf jeden Fall da hinten. Das verlagert das gesamte Spiel auch nach hinten. Ich glaube... Moment, jetzt machen wir es einfach mal so. Wir bedrohen jetzt sozusagen hier diesen Riesen da. Und wenn wir Glück haben, ist der auch schön blöde. Oder wir können ihn vielleicht sogar gleich umhauen. Das fände ich persönlich sogar noch geiler. Wir versuchen es einfach. Okay, wir können ihn schieben. Dann schieben wir ihn einfach mal da so rüber. Und damit ist er auf jeden Fall schon mal beschäftigt. Riskant. Ich will es aber versuchen. Jawohl. Wir gehen jetzt einfach mal mit unseren Elfen hier sozusagen in die Bedrohungslage hinein. Und der schafft es natürlich leider nicht. Und ist gleich mal gelähmt. Aber wir haben 3 nach hinten bekommen. Das ist gut. Und seine Orks konnten die meiste Zeit einfach nur zugucken. Und einer ist immerhin draußen. Also so gesehen war das eine erfolgreiche Nummer. Kann maximal 3 Tackles ausführen. Plus ein Blitz. Also wenn ich... Das Geile ist, ich könnte einen Touchdown schaffen. Das ist das Geile. Ich müsste einfach bloß hier diesen kleinen Goblin zum Teufel jagen. Ah, jetzt nimmt er ihn aber auf. Es sei denn, er failt. Nee, er failt natürlich leider nicht. Aber für ihn ist die Situation noch lange nicht entschärft, denn momentan kommen meine Spieler noch ran. Oh, er blitzt jetzt. Und kann nur schieben. Ja, das hat sich nicht wirklich gelohnt für ihn. Komme ich eigentlich mit der da als Unterstützung ran? Ah, musste ich sehr krass würfeln. Sehr viel Glück dabei. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier wird es jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Wobei... Und jetzt hat er auch noch das Problem, dass er... Ah, er darf nachwürfen. Er schafft seinen Reroll. Ach, Menü. Ich finde das hinterhältig und gemein. So, der hat Blocken. Das heißt, wir werden das als nächstes mit ihm versuchen. Oh, das ist aber riskant. 50% ausweichen. Ja, da schafft er es. Okay. Und da geht jetzt auch Pirate down. Pirate sinkt zu Boden. Aber es passiert zum Glück nichts Schlimmes. Und das waren auch seine Aktionen. Ich könnte jetzt hier volle Möhre auf alles setzen, Leute. Wäre vielleicht sogar ein Plan. Auf jeden Fall möchte ich noch mehr Spieler da hinten haben. Das ist das Erste, was ich jetzt hier sozusagen anstrebe. So, genau, Moment, ich bin ernsthaft am Überlegen. Ja, wir machen das so. Anders sehe ich da gerade eben keine echte Möglichkeit. Der hier steht gerade eben extrem ungeschickt. So, Moment, könnten wir da jetzt irgendwie... es ist so riskant. Machen wir erstmal das da. Wieso? Ach, deswegen. Nein, ich habe vergessen, dass wir hier keine Unterstützung haben. Nicht ausreichend. Ah, ich bin so ein Dussel. Wegen dem da, der steht ja wieder. Okay. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das verdirbt mir jetzt hier meinen Plan. Er will jetzt den Ball übergeben. Das klappt leider auch. Ja, aber was macht er jetzt damit?
Ernsthaft, er will damit jetzt so durchrennen. Wenn er meint. Wenn das seine Sicht der Dinge ist. Hier kommt er ja mit mehr als einem Spieler ohnehin nicht irgendwie ran. Ja, hier haut er jetzt leider Tissue down. Der kann gleich mal ein Tränentüchlein auspacken oder Tüchlein. Au. Nichts Schlimmes passiert. Jetzt haben wir ja natürlich hier zwei Spieler dahin. Ah, jetzt hat er den hier frei bekommen dadurch. Das ändert aber nichts, weil ich kann immer noch versuchen, hier ranzublitzen. Der Gobelin da oben, ja, wartet darauf, bis er bewertet wird. So künstlerisch. Kleines Wortwitzlein. Und verdammt. Es geht auch Razor down. Und, okay, jetzt passiert nichts Schlimmes. Das ist das Wichtigste. Aber er ist frei. Wie viel Bewegung hat er? 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ich müsste echt voll krass würfeln. Das Schlimme ist, der ist jetzt eigentlich quasi durch dadurch. Ach, nee. Au. Bleibt aber auch stehen, zu meiner Überraschung. Boah, jetzt hat er aber auch gerade eben echt Glück, was das angeht. Haut hier alle meine Spieler, die im Tackle-Kontakt sind, down. Ich beschleunige das gerade eben ganz normal, weil ich am liebsten Dinge tun wollen würde. Okay, da macht er jetzt nix. Okay, also ich könnte jetzt hier so ranjolon. Ich halte davon aber ehrlich gesagt wenig. Wir gehen jetzt mal mit dem Spieler dahin. Kann gut sein, dass wir dadurch jetzt hier das gesamte Feld strecken müssen. So. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir den hier losbekommen. Ach Mist. Los werden wir den so nicht. Das ist ärgerlich. Hier stellen wir mal auf, dass der was zu tun hat. Selbiges gilt hier. Das ist aber auch nicht so gut. Erstmal möchte ich dann quasi mit der Elfe irgendwie irgendwo hinkommen. Mit der könnte ich nämlich eventuell. Boah, das ist super risky. Machen wir lieber erstmal hier eine sichere Nummer. Spieler nach hinten bekommen. Den stelle ich auch nochmal auf, dass er hauptsächlich steht. Selbiges gilt hier. Mit ihm hier möchte ich gerne. Ach Mist. Warum ist das eigentlich so umständlich? Ja, da gehe ich mal daran, blockiere den mal ein bisschen. Hauptsache, er muss einen Würfelwurf machen. Und jetzt kommt die noch. Was soll denn der Quatsch? So. Wenn ich jetzt nicht auf einmal umhaue, dann habe ich ein Problem. Oh, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Jetzt darf er nämlich wieder aussuchen. Ah, aber es wird geschoben. Okay. Auch recht. Immerhin, immerhin, immerhin ist das passiert. Gut, dann kann ich jetzt da hingehen. Ich versuch's einfach. Okay, wir haben noch einmal einen Spieler ranbekommen und jetzt können wir nur beten. Zu Cain am blutigen Altar des Zorns. Ja, das ist sehr gut. Aber er hat immer noch einen Kontakt. Den kann er entweder jetzt nur mit einem. Sicher kann er nur durch einen Blitz loswerden. Ja. Und damit sind seine Spieler hier auch schon mehr oder weniger bewegt worden. Ach, Mist, er haut ihn um. Das ist ärgerlich. Es fragte sich, glaube ich, gerade eben, ob er nachsetzen sollte. Nee. Irgendwie warten auf den Server. Wir haben mal wieder hier Verbindungsprobleme. Aber sie sind rum. Okay, er setzt natürlich jetzt wieder Spieler an meine Spieler. Läuft darüber. Oder er will es am liebsten, aber kann es nicht. Jawoll, der ist saublöd. Na endlich. Na endlich, na endlich, na endlich. Das bedeutet, ich kann mit zwei Spielern hier frei agieren. Das finde ich super. Das heißt, ich kann mit. Oh, das wird. Ich hoffe, er fällt hin. Jawoll!
Und damit ist der nächste Reroll beim Teufel. Gut, er ist dahin gekommen, aber das Geile ist, dass ich ihn jetzt hier angreifen kann. Es ändert an meinem Plan fürs Erste eigentlich relativ wenig, was ich vorhabe. Au. Und hier wird wahrscheinlich auch geblockt und hier wird geblockt. Und damit war es das für ihn. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, folgende Situation. Erstmal stelle ich den hier natürlich auf. Und ich stelle den hier natürlich auf und setze ihn mal darüber. Dann kann ich nämlich eventuell den hier nachher noch angreifen. Aber das ist erstmal der Langzeitplan. Erstmal das, was getan werden muss. Zum Beispiel muss der da weg. Der kleine Drecksack. Und wir rücken natürlich nach. Dadurch haben wir jetzt hier eine Unterstützung. So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Ja, das kann ich sogar so machen. Jawohl. Und wir folgen natürlich. Und damit ist der Ball erstmal... Oh, wieder in unserer Hand. Ich muss den Ball da irgendwie hinpassen. Ja, oh Gott, das ist jetzt gerade eben eine sehr ungeschickte Situation. Wir müssen mal was tun an der Stelle. Nicht dahin. Sehr gut. Genau, der muss nämlich jetzt weg hier, der Dicke. Der ist mir hier gerade eben echt ein Dorn im Auge. Kommen die das schon hin? Nee, das reicht noch nicht. Okay. Das reicht noch nicht. Das heißt, wir brauchen noch mehr Support. More Support. Ah, komm. Du kannst doch echt mal einen umhauen, komische Elfe. Es ist nicht zu fassen. Okay. Wir haben weder Glück noch Pech, also momentan. Also es ist nicht. Ich kann nicht behaupten, dass wir exorbitantes Pech haben. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass wir Glück haben. Auch wenn wir jetzt den Ball in Händen halten. Noch ist nichts entschieden. Oh, der ist wieder saublöd. Weil kein Spieler neben ihm steht. Und er hat seinen Blitz verschwendet. Das verdirbt ihm jetzt natürlich das Spiel. Leute, er braucht immer einen Spieler neben dem Blödian, weil wir lesen es uns ganz, ganz kurz nochmal durch. Oder wir würden es durchlesen. Ja gut, es geht mein Spieler mit dem Ball down. Ärgerlich. Ärgerlich genug. Und der Ball liegt da drüben. Noch haben wir die Gelegenheit, ihn theoretisch aufzunehmen. Theoretisch. Also wir müssen eigentlich jetzt mit da angreifen. Haben wir eine Unterstützung, die anderen werden negiert. Dann haben wir einen Spieler frei, um das zu tun. Okay, hier wird geschubst. Ich werde natürlich nicht zulassen, dass der die jetzt hier raushaut in der nächsten Runde. Ich werde irgendwo jetzt hier gleich versuchen abzuhauen. Ja, nee, ist klar. Aber bei seinem Glück schafft er das wahrscheinlich sogar. Ah, okay, hier schiebt er nur. Auch recht. Und jetzt hat er eigentlich nur noch zwei Optionen. Und die da oben ist eigentlich keine. Und damit haben wir wieder einen freien Spieler. Oder auch nicht. Aber er hat einen Reroll verbraucht. Was ich an seiner Stelle jetzt gerade eben überhaupt nicht verstanden habe. Denn das war keine wichtige Aktion. Diese Aktion war total unwichtig. Oh, er kommt da raus. Witzig. Witzig geradezu. Stelle ich mal fest für mich. So. Sehr gut. Damit folgen wir. So, wir haben jetzt hier einen freien Spieler. Wir müssen jetzt hier mit der Elfe... Moment, wenn wir es da... Da. Also meiner Meinung nach müssen wir mit der Elfe jetzt erstmal hier so raus. So der Plan. Das sollte eigentlich klappen. Sehr gut. So, jetzt versuche ich den Ball aufzunehmen. Drückt uns die Daumen. Das hat geklappt. Das finde ich sehr gut. Ne, müssen wir da hin. Auch wenn es jetzt hier ein Risikomove ist. Er kann versuchen abzufangen, das ist klar.
Ach Mist, der Ball kam nicht sicher, aber der Ball ist jetzt auf jeden Fall schon mal dahin. So gesehen. Das Fangen haben wir nicht geschafft. Ah, ich verstehe, wir haben das Fangen nicht geschafft. Okay. Und damit ist sein Zug fast schon wieder vorbei. Ja, noch nicht ganz, aber er hat keinen Reroll mehr. Boah, also der verbrauchte die Rerolls wie die Kekse. Wie die Kekse, sage ich euch. Einfach einen nach dem anderen wegknabbern. Jede Runde ein. Au. Finde ich nicht gut. Das finde ich wiederum dafür sehr gut. Es passiert nämlich rein gar nichts. So, im Grunde kann ich eigentlich theoretisch immer noch an den Ball ranlaufen. Jetzt ist es rum. Jetzt ist es rum. So, alles klar. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir hier vorgehen. Ich meine, ich kann den hier immer noch angreifen. Das werde ich auch tun, aber noch nicht sofort. Ich möchte den Ball aufgenommen haben, aber dafür muss der hier weg. Wenn ich jetzt da rangehe, habe ich Stärke 4. Ich möchte ihn eigentlich, wenn ich ihn da hinschubse, möchte ich einen Spieler da haben. So. Und ich möchte einen Spieler bitte da haben. Genau, weil dann habe ich jetzt hier die nötige Stärke, um zu tun, was ich möchte. Jawohl. Damit ist der Spieler hier erstmal raus aus der Zone. Wir haben hier die sichere oder halbwegs sichere Situation. Jetzt rennen wir einfach mal mit dem hier dahin und nehmen den Ball auf. Das klappt. Sehr gut. Und wir rennen. So viel dazu. Ich möchte gerne hier draufhauen jetzt. Schade. Wird nur geschoben. Aber wir folgen. Dann haben wir wieder einen freien Spieler hier an der Stelle. Dann mache ich hier einfach mal zu. Weil, nee, das geht nicht. Shit. Ja, dann gehen wir dahin und blockieren diesen Spieler. So, so viel dazu. Jetzt möchte ich gerne mit ihr hier irgendwie hier in den Rücken kommen. Das hat geklappt, sehr gut. Ausgezeichnet. Dann können wir jetzt hier nochmal draufhauen. Und damit geht der Kleine zu Boden. Und er ist verletzt. Aber keine langfristigen Auswirkungen. Außer für dieses eine Spiel. Jawohl. Hier nochmal ein bisschen abgeschildert. Ähnliches Spielchen machen wir. Oder versuchen wir zumindest hier. Dann sind wir quasi aus dem Gröbsten raus. So mag ich das. Das ist eine sehr riskante Aktion, wenn er das tatsächlich vorhat. Hat er nicht jemals was geschrieben? Nein, hat er nicht. Oh, der Troll steht auf. Okay. Das bringt ihm rein gar nichts, denn ich werde einfach den Touchdown durchziehen, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme. Denn auch ein normaler Feldspieler, Tissue. Oh, Tissue wird Tränen weinen, wenn er hier den Punkt macht. Oh, es darf aber erstmal Tiertränen weinen, denn er geht zu Boden. Auweia. Aber es passiert nichts Schlimmes. Außer, dass er gelähmt ist. Und daraus kann der Ork höchstwahrscheinlich keinen Vorteil mehr ziehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum der das gerade eben alles hier noch so tut. Also es sind sehr, sehr komische Moves. Oh, dann haut er tatsächlich Two-Face down. Au. Aber auch hier passiert nichts Bedeutendes. Ja. Es sieht nicht gut aus, mein Freund. Wird nur geschoben. Gut, so könnte er jetzt tatsächlich rankommen. 1, 2, 3, 4. Ja, so kommt er tatsächlich jetzt ran. Ist aber auch riskant. Mehr kann er tatsächlich gar nicht tun. Außer hier vielleicht noch einmal angreifen. Die Frage ist, ob er es tut. Er tut es natürlich und haut Eagle Eye zu Boden.
Der hat doch schon ein blaues Auge. Au. Ja gut. Wir stellen erstmal Spieler auf, ne, weil gehört sich so. Das Lustige ist, dass das gar nicht so lustig ist. So, ne, wir rennen jetzt erstmal mit der Hexenkriegerin darüber, falls wir sie nachher brauchen sollten. Und jetzt haben wir hier diese lustige Unterstützungssituation, die mir sehr gut gefällt. Zack! Und da geht er down und der Touchdown ist in Auftrag gegeben. Und gemacht! Sehr schön gegen die Blood Guns Boys oder Blood Guns Boys. Je nachdem, ob man es anglizismisieren möchte oder eben nicht. So. Verbiege gern Wörter. Vor allem Fremdwörter. Das klingt dann so lustig, wenn man die absichtlich verbiegt. Anglizismus. Heißt eigentlich, glaube ich, anglizieren? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Soweit muss ich das durchaus zugeben. So, er kann in dieser Runde keinen Touchdown mehr machen. Und wir sind nächste Runde definitiv dran, denn wir bekommen nächste Runde den Ball. Ich hoffe, dass das mit der Sonne demnächst mal aufhört. Ah ne, wetterfreundlich. Das Wetter hat sich sogar geändert. Ach, das war vorhin beim anderen Spiel. Oh Gott, ich bin so Panne. Deswegen werfe ich keinen Pass. Also, ich habe vorhin ja einen Pass versucht, aber der kam ja nicht an. Und deswegen dachte ich, ja, nee, ist klar. Schneller Zug. Alle Spieler von The Blood Guns Boys können auf ein benachbartes Feld ziehen. Das ist ein kostenloser Bonuszug. Ja gut, es hilft ihm nur quasi, wenn er jetzt hier tatsächlich noch den einen oder anderen Tackle ankündigen möchte. An seiner Stelle würde ich dadurch jetzt hier quasi einen Zug gehen. Okay. An seiner Stelle würde ich aber auch gucken, dass irgendeiner der Spieler noch den Ball fangen kann. Oh, da geht Razor zu Boden. Ich hasse es, wenn der Stoned das tut. Ah. Okay, nichts Schlimmes passiert. Toi, toi, toi. Dann noch zwei normale Blocks und ein Blitz. Ich weiß gar nicht, warum der sich jetzt hier noch Unterstützung holen möchte. Es wird eh nur geschoben. Das Thema ist durch. Und... Oh, hier blitzt. Will er tatsächlich auch meine Hexenkriegerin blitzen? Das wäre auch ein interessanter Move. Ja gut, die haben halt nur so Rüstung 7. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verletzt werden, dann doch ein bisschen größer. Und jetzt geht Sido zu Boden. Oh nein! Tja. Das kannst du in einem Rap verarbeiten. So. Oh ja, jetzt kommt der Blitz hier auf. Tissue vielleicht? Unser Level-Up-Spieler. Oder geht er jetzt doch auf Eagle Eye? Er geht auf Eagle Eye. Kann aber auch nur schieben. Also was das angeht, hat er nicht besonders viel Glück. Er hat sehr, sehr viele Schieben ergeben in diesem Spiel. Und jetzt kann er eigentlich nur noch versuchen, den Ball aufzunehmen. Also ich würde an seiner Stelle jetzt hier mit dem so weit nach hinten gehen, wie geht. Oder ich hätte mir einen Spieler sogar aufgehoben. Wahrscheinlich wirft er jetzt von da hinten, oder? Achtung, da kommt ein Vogel geflogen. Genau, auf einen Schwarzorg. Das war der eine Schritt zu wenig. Aber das ist auch eben zu wenig. Okay, die Frage für mich ist jetzt natürlich, kann ich daraus jetzt noch irgendwie Profit schlagen? In der Form, dass man hier eventuell vielleicht noch durchkommt. Muss ich kurz mal überlegen. Ich könnte... Ich versuch's einfach. Okay. Und jawohl. Ich komme durch. So, sehr gut. Das war der erste Streich. Wir bleiben jetzt an der Stelle stehen, denn der kann eh nichts mehr tun. Dann gehen wir jetzt... Wir haben doch irgendwo noch einen Spieler, der noch 5 Punkte hat. Genau, er hier müsste den Ball aufheben und dann zu ihm werfen. Jetzt werde ich gierig, wie ihr seht. Oh Gott, wir versuchen es einfach. Geil. Und wenn das noch klappt... Jawohl, wir haben einen zweiten Level-Up. Das finde ich fantastisch. Holen wir hier uns nochmal so diesen kleinen Block. Und hauen auch noch den Schwarzorg um. Und wir bleiben natürlich. Zack!
Und BÄM! Aber nichts Nennenswertes passiert. Und damit ist diese Halbzeit zu Ende. Ja, wir führen 0 zu 1, also in dem Fall 1 zu 0 oder wie man es auch drehen und wenden möchte. Das Spiel ist bis jetzt, wie soll ich sagen, weder mit Glück oder Pech auf beiden Seiten großartig bestückt. So kleinere Aktionen, die durchaus auch spielentscheidend sind, haben teilweise gefailt. Und jetzt bekommen wir den Ball serviert. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie ja, für uns was draus ziehen können. Ganz im Ernst, ich möchte das so eigentlich gar nicht haben, aber warte mal, den können wir theoretisch rausblitzen. Je nachdem, wo der Ball landen wird, werden wir das versuchen. Wir sind noch ein Blitzer. Gehen wir mal so ran. Meine Blitze jetzt vorne haben. Und irgendeiner muss den Ball annehmen. Wir hatten Level Up. Nehmen wir mal Pirate. Pirate darf den Ball annehmen. So, wir machen das hier so. Wobei, wir machen es lieber so. Dann müssen wir gleich einmal weniger, in Anführungszeichen, ausweichen. Ich möchte nicht zu viele Leute haben, die da ausweichen müssen. Oh, hier bin ich sogar eins zu weit hinten gewesen. Egal. So, das nennen wir jetzt mal Offensivaufstellung 1. Ach nee, das nennen wir dann Offensivaufstellung 2. Ich denke, damit kann man arbeiten. So, mal gucken, wo das Bällchen landen wird. Okay, und der Gegner bekommt wieder einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Puh, okay, an der Stelle, wenn wir den hier rauskriegen wollen, müssen wir eigentlich diesen Spieler da hinstellen. Wir müssen einen Spieler da hinstellen. Damit dieser hier den hier blockiert. So, und jetzt gehen wir mal dahin. Und machen mal hier den Weg frei. Oder hoffen wir es zumindest, dass es klappt. Es sieht auf den ersten Blick gut aus. Nein! Ernsthaft, das ist das zweite Mal, dass ich jetzt in diesem Spiel dieses Ergebnis bekomme. Och, nö! Das ist nicht zu fassen. Vor allem, wir bekommen hier auch gerade die ganze Zeit immer ganz, ganz häufig solche Doppelergebnisse. Also ich finde diese Doppelergebnisse, Doppelschieben, Doppeltotenkopf. An der Stelle habe ich jetzt wieder ein bisschen Glück. Und er hat auch anscheinend keinen Reroll eingesetzt für diese Aktion. Oh, das, also das hat mich jetzt geärgert. Also das ist wirklich, nee. Ganz im Ernst, Leute, nee. Gut, hier wird auch nur geschoben. So gesehen, es zahlt sich für unseren Gegenspieler momentan noch nicht aus, dass die Sachen so laufen, wie sie hier gerade eben laufen. Aber schön geht trotzdem anders. Halten wir es fest, schön geht trotzdem anders. Ich bin ja schon froh, ehrlich gesagt, dass es nichts wirklich bösartig Schlimmes passiert. So von wegen tot oder verletzt auf unserer Seite. Ich meine, dass der Goblin verletzt wird, nachdem wir ihn dreimal angegriffen werden, war fast schon klar. Über kurz oder lang, wenn man so wenig Rüstung hat und auch noch kleinwüchsig ist. Ah, und da geht jetzt tatsächlich Sido down. Und Sido ist K.O. Ja, das überspringen wir natürlich, denn wir können das jetzt hier nicht riskieren, unseren einzigen Apothekarius wegen sowas auszugeben. Eagle Eye wird auch nur geschoben. Keine Ahnung, warum der nur einen Würfel hatte, Leute. Ich versteh's nicht. Ist der Bug schon wieder oder immer noch da in dem Spiel eventuell? Oh, und es blitzt auf die Hexenkriegerin. Jawohl, da passiert nichts, außer dass geschoben wird. Damit kann man definitiv leben und arbeiten. Wir müssen jetzt demnächst echt mal gucken, dass wir den Ball aufgehoben bekommen. Irgendwie auf diese Art und Weise. Wir haben hier noch einen Spieler frei. Vielleicht bekomme ich ihn dahin, dann kann ich den hier vielleicht noch einmal dahin schubsen. Komme ich dahin? Theoretisch ja. So, ich möchte nämlich den Dicken da loswerden. Ich gehe jetzt hier mal kein Risiko ein.
So, hauen ihn einfach mal um. Ist auch schon mal eine Ansage, ne? Gut, dann ist der hier eigentlich gerade eben blöd. Das heißt, ich kann den einfach mal so stehen lassen. Und wir räumen mal einfach jetzt mal hier den Weg so frei. So. Das ist okay. Da bleiben wir. Ich möchte ihn gebunden haben. So, der liegt jetzt auch. Und jetzt kommt der Moment, der wichtig wird. Bitte Ball aufheben. Okay, das klappt schon mal. Das finde ich sehr, sehr gut. Und bitte fangen. Na also, das hat auch geklappt. Das Lustige ist, wir können jetzt hier einfach durchlaufen, Leute. Guckt euch das mal an. Oder fast einfach. Gut, da musste ich noch aus Dingens machen, aber was soll's. Irgendwas ist ja immer, ne? So, dann rennen wir einfach mal hier mit Two-Face in die Richtung. Irgendwie so. So. Und so. Das klappt auch wunderbar. Wobei es fast besser wäre, wenn er hier wäre. Aber das Risiko will ich gerade eben nicht eingehen. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das hat geklappt. Das heißt, wir sind eigentlich schon fast auf dem Weg. Wir betonen mal fast auf dem Weg. Er könnte hier eventuell den Ausweichwurf schaffen. Aber ja, der kommt ehrlich gesagt nicht weit genug. Dann hätten wir mit Two-Face auch ein paar Punkte gesammelt. Ah, okay. Er will den hier jetzt sozusagen befreien, dass der dann da rüberlaufen kann. Ich sehe den Plan kommen. Er deutet sich an. Ja, er kann nur schieben. So, der kann natürlich jetzt ranlaufen, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh Gott, so, wir schaffen es gar nicht so weit, Leute. Ein großes Risiko an der Stelle. Aber vielleicht können wir was ganz anderes machen. Vielleicht können wir den Ball zurückspielen. Wenn es gar nicht anders geht. Und schließlich haben wir hier noch die Hexenkriegerin. Oh, er lässt sie tatsächlich auf, also alleine, das finde ich gut. Er weiß wohl nicht, dass ich abrollen habe. Der hier könnte aber tatsächlich den Touchdown schaffen. Wir müssen bloß den Pass machen. Okay, einmal wird hier wohl jetzt noch geprügelt werden. Und es passiert nichts. Das ist unglaublich. Als ob diese Mannschaft irgendwie ein besseres Karma hätte. Okay, für die Aktion, die ich jetzt vorhabe, brauche ich mehrere... muss ich mehrere Aktionen sozusagen... Ach Gott, das komme ich da irgendwie nicht ran. Das finde ich ungut. Wir gehen auf jeden Fall schon mal dahin. So, wir sind auf jeden Fall schon mal da. Alles irgendwie gerade eben ein bisschen unbefriedigend. Wenn ich da jetzt hinkomme, drückt uns die Daumen. So, und dasselbe Spielchen machen wir jetzt hier. Und wir werfen einfach und hoffen auf das Beste. Nein! Ach nein! Warum? Warum, Two-Face? Warum tust du uns das an? Es kann doch nicht so schwer sein, auf die 2 plus einen Pass zu spielen. Ach, du Schande. Okay. Ah, aber wieder nur geschoben. Boah, was ist denn hier los? Also, es ist nicht so, dass ich mich beschwere. Es ist einfach nur... Was ist denn hier los? Ja, 50% Ball aufheben ist auch für den definitiv eine Herausforderung. Hm, das finde ich witzig, dass der da hingeht. Eventuell kann ich ihn rausschubsen. Einen Schritt dahin und dann mit der Hexenkriegerin. Das ist nicht dein Ernst. Ich
wollte gerade eben schon anmerken, das ist doch hoffentlich nicht sein Ernst. Ich habe immer wieder so das Gefühl, das Spiel wird witziger, wenn der Ball erstmal am Boden liegt. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Wenn irgendjemand den Ball hat, dann ist es irgendwie, ja, so ein bisschen, oh, vorprogrammiert. Ich sag doch immer diese... What the fuck? Und... Der geht down. Der ist K.O. Hat die blocken? Ach nee, er hat ihn hier angegriffen. Okay. Ihn hier angegriffen. So, folgender Plan. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Und blitzen jetzt den hier hoffentlich einfach mal in die Walachei. Ja, wird erstmal nur geschoben. Und dann wieder geschoben. Oh, tschüss. So, das ist mir zu riskant. Aber einen Schritt muss ich machen. Dass ich ja nicht direkt daneben stehe. Weil, ach komm. Ja, ach komm, ne? Elfen. Muss doch gehen. So viel dazu. So, und zack. Nummer uno. Den hier blockieren wir mal, dass der da oben ist, der sich nicht irgendwie frech einmischen kann. Hier haben wir noch einen Spieler übrig. Dadurch könnten wir tatsächlich noch einen Spieler frei bekommen. Das ist ein Plan zumindest, ein Versuch ist es wert. Jawohl. So, dann haben wir jetzt nochmal einen Spieler frei bekommen. Nicht so, dass er dadurch jetzt viele gewinnen, aber... Da bleiben wir jetzt tatsächlich, weil den möchte ich nächste Runde frei haben. Und Ähnliches machen wir hier. Nein! Und jetzt klappt natürlich das Ausweichen nicht. Au! Und wir sind gelähmt. Aber der steht alleine rum, das heißt, er hat wieder so 50% Wahrscheinlichkeit, dass er gar nichts tut. Einfach nur in der Nase bohren und sabbern ist dann seine Hauptaufgabe. Und damit ist er voll und ganz ausgelastet. Ach, Herr Jemin, jetzt passiert das. Oder passiert... Naja. Das hier ist das Beste für ihn, so wie es aussieht. Wobei er dann, glaube ich, nur einen Würfel hat. Nee, er hat zwei Würfel. Oh, wieder nur geschoben. What the fuck, was ist denn hier los? Gut, es wird natürlich nicht wahrscheinlicher, dass der Ball aufgehoben werden wird. Definitiv nicht. Momentan, also ich könnte ihn eventuell da drauf schieben, aber dann könnte er eventuell den Ball aufheben. Wobei die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass... Also er müsste halt eine 1 würfeln, der Dicke, ne? Dann könnte er das durchaus, aber... Jawohl, genau das hatte ich gehofft, / beabsichtigt. Boah! Es ist nicht zu fassen. Ey, der würfelt sehr binär, der arme Kerl. Der würfelt unfassbar binär. Kennt eigentlich nur Pfeil und Totenkopf in den meisten Fällen. Jetzt versucht das vielleicht sogar. Also an seiner Stelle, es gibt einen Punkt, da muss es versuchen. Ja. Passiert jetzt irgendwie nicht so viel. Ändert auch irgendwie nicht so viel. Jetzt ist langsam aber sicher guter Rat teuer. Ich kann mir überlegen, ob ich den nicht dahin stelle, aber auf der anderen Seite nicht. Ich gehe erstmal dahin. Wir arbeiten uns Stück für Stück nach vorne. Also ein Touchdown will vorbereitet sein. Jawohl. Alles klar, das hat geklappt. Dann rennen wir mal mit der Hexenkriegerin dahin. Wir müssen immer mehr Spieler nach hinten bekommen. So, den hier will ich eigentlich jetzt auch irgendwie mal da hinten haben. Ja, ist alles ein bisschen schwierig gerade eben. Wir versuchen es einfach. Vielleicht kriege ich ihn gleich umgehauen. Nein, jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. Was? Ja, jetzt wird's scheiße. Au.
Aber der Ball liegt wieder mal da, wo wir ihn gerne hätten. Und sein dicker Mops hier, Klops hier, der ist erstmal hier gebunden. Ja, auch nur 50% Ball aufheben. Ja, aber wie gesagt, es kommt der Moment, wo du das halt einfach mal riskieren musst. Oder er blitzt jetzt den hier einfach weg. Das ist natürlich auch eine Alternative. Ja gut, damit hat er sich das jetzt hier schon mal weggenommen. Also er kann jetzt hier schon mal nicht mehr den hier einfach so wegblitzen. Okay, er haut ihn um. Autsch. Nichts passiert. Die Situation verbessert sich aber nicht wirklich. Oh, jetzt nimmt er ihn auf oder er versucht es. Er hat ihn. Wahnsinn, er hat ihn. Jetzt ist bloß die Frage, was tut er mit dem Ball, ne? Die Ratlosigkeit hört ja dadurch nicht auf. Ja, der kommt da natürlich nicht so ohne weiteres durch. Ah, au, Tissue geht zu Boden. Aber es passiert nichts. Okay, der ist wieder frei. Das heißt, wir gehen einfach wieder ran. 1, 2, 3, oder genau, dann gehen wir da hin oder so. Quatsch. Und Blödi, was machst du da unten? Oh, er bewegt sich sogar. Welch Überraschung, er bewegt sich. Und hier wird wahrscheinlich jetzt angegriffen werden. Oh, er blitzt. Mit einem Würfel. Das ist mutig. Und wieder passiert nichts. Was irgendwie zu erwarten war. Ich möchte jetzt irgendwie den hier loswerden. Ich möchte ihn echt loswerden. Er nervt. Ich möchte es so betonen, wie es ist. Dieser Spieler nervt mich. Kann ich da irgendwie noch ran? Nee, muss erst mal so machen. Ach, ganz im Ernst. Ich versuch's einfach. Glück gehabt. So. Jawohl. Das hat schon mal geklappt. Jetzt hätte ich gerne hier einen, der den hier negiert. So. Und dadurch ist es das Risiko wert. Jawohl. Ich den Ball irgendwo anders habe. Oder so. Wupp, wupp. Ich versuche es einfach. Jetzt ist alles egal. Jawoll! Und Touchdown! 2 zu 0. Zicky war diejenige, die diesmal den Punkt gemacht hat. Tja, die Fans schreien alle Shirt runter, aber sie sagt nein, Daumen runter. So viel dazu. Dafür sind nämlich die Babes da. Das machen die immer erst, wenn hier sozusagen die Schwarzblende kommt. Und deswegen sehen wir es ja nicht mehr. Oh, der Schwarzorg kommt zurück. Und bei uns bleibt leider unser Spielchen liegen. Aber wir gewinnen das, so wie das aussieht. Es ist quasi ausgeschlossen, dass der das noch irgendwie aufholt. Wer liegt denn da eigentlich? Ach, Sido. Sido schreibt gerade eben an seinem Rap. Puh. Ganz im Ernst. Das ist hier gerade eben jetzt ein bisschen alles verfahren. Ich möchte, dass das hier irgendwie anders ist. Genau, wir gehen so hin. So hin. Und dann kann ich damit arbeiten. Ich bin ehrlich gesagt glücklich, dass das dieses Mal einigermaßen geklappt hat. Wobei ich zugeben muss, dass auch sehr, sehr viel am Würfelpech des Gegners lag. Also das Würfelpech dahingehend, dass er die meiste Zeit eigentlich immer nur sehr, sehr, ja, also wie ich schon sagte, binäre Würfelergebnisse hat. Also er kennt eigentlich nur den Totenkopf oder das Schieben. Die meiste Zeit das Schieben. Und ja, also dagegen ist natürlich dann kein Kraut gewachsen, wenn du einfach die Spieler nicht down bekommst, ne? Wobei ich zugeben muss, ich hatte solche Spiele auch schon. Oder wenn sowas passiert. Das hat auch was von seelischer Grausamkeit an der Stelle. Boah, ich hätte echt geschrien jetzt, also vor Freude, wenn er den Ball nicht aufgehoben hätte. Vor allem, er hat den Wurf wiederholen müssen, ne? Man sieht schon, er hat ihn wiederholen müssen. Das hört man ja auch immer durch dieses Frups-Geräusch. Er versucht es ernsthaft. Gut, er kann natürlich in 3 Zügen durchaus einen Touchdown machen. Aber das Problem ist, er wird hier mit... Bis jetzt kommt er noch ohne Punkte hier raus. Au!
Okay, jetzt gehe ich down. Das erste hat mir besser gefallen. Autsch. Weia. Große Schmerzen. Sehr große Schmerzen. So, was macht hier den... Da müsste eigentlich noch eins weitergehen, dass der Cage hier ein Cage wird. Ah, und da geht Razor auch zu Boden. Boah. Es ist so ein Glück, dass noch niemand sicher das Genick gebrochen hat. Momentan stört mich das eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und das stört mich auch nicht. Ich habe ja meine Punkte gemacht. Also ich kann mich bis jetzt eigentlich gar nicht beklagen. So, Moment, wir stehen hier mal auf. Hier machen wir jetzt mal die Doppelreihe. Schon mal Start, klar. So, aber den hier will ich erstmal nochmal zurückgeschlagen haben. Ja, du sollst da hinlaufen. Brauchst nicht nochmal die Hand strecken. Wir haben es kapiert, dass du das bist. Jawohl. Und wir bleiben. Bam. So, mein Freund. Wir können auch zuschlagen. Wir sind Dunkelelfen. Wir haben damit überhaupt keine Probleme. Wir gehen dahin. Und dahin. Ich will die jetzt mal hier so ein bisschen so in die Mitte ziehen. Weil vielleicht geht er dann über diese Seite und dann stört mich das ehrlich gesagt gar nicht. Und geschafft! Jo! Mein Freund, Sie sind dran. Also wenn er jetzt tatsächlich versucht, sich da durchzuboxen, dann weiß ich, warum er 2-0 hinten ist. Okay. Ja, aber was erwartet er denn? Also ich meine, so wie es aussieht, hat sich Naffel festgelegt, was unser Gegenspieler Clodo 14 in diesem Spiel würfeln darf. Und davon weicht Naffel auch nur in den aller seltensten Fällen nur ab. Also im Großen und Ganzen ist es gar nicht schlecht, dass er jetzt hier meine Spieler so ein bisschen bindet, aber ich kann jetzt hier natürlich trotzdem einfach rauslaufen. Also mit den beiden da, kann den einen oder anderen ersetzen und so weiter und so fort. Für ihn wird sehr, sehr schwierig. Also er kann es eigentlich schon gar nicht mehr schaffen. Er schafft es in einem Zug nicht hier runter. Das ist ja schon sein 15. Zug. Das Thema ist für ihn durch. Touchdown ist nicht mehr zu machen für ihn. Da hätte er in dieser Runde sehr viel weiterkommen müssen. Ich wollte gerade schon sagen, das war, glaube ich, nicht die Richtung, die sie wollten. Also im Großen und Ganzen brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr darauf zu konzentrieren. Ich kann mich jetzt eigentlich noch ein bisschen auf das Prügeln konzentrieren, was ja eigentlich gar nicht so elfenstylisch ist, aber wir tun es einfach mal. Oh, schlecht. Gut, das war mein Zug, mein letzter. Das ging so schnell, dass das Spiel nicht mal gerafft hat, dass es einen Sound geben müsste an der Stelle. Okay, also Naffel war gerade in der Meinung, wir haben ihm genug zugesetzt. Oh. Kommt nochmal ein unerfreuliches Ergebnis hinten raus. Aber auch hier passiert nichts Schlimmes. Gelähmt. Hier wird auch nur geschoben. Wobei er das auch gar noch 2 Rerolls hätte. Die hat er eigentlich gar nicht eingesetzt. Wobei auf der anderen Seite, wenn die Rerolls schon so arg failen. Ah, und jetzt hat er... Nein, das war's. Das Spiel ist vorbei. Einzelgänger verkackt. Beide gehen down. Und damit war's das. Ja. Wir haben eine Errungenschaft. Im Ausweichen liegt das Geheimnis. Keine Ahnung warum. Ich muss mir mal durchlesen, was diese Errungenschaft ist, die mir sagen will. Wir haben auf jeden Fall mindestens 2 Level-Ups und die gucken wir uns natürlich noch gemeinsam an. So, wir haben nochmal 70.000 bekommen. Dadurch haben wir jetzt 190.000. Yeah, baby. Das finde ich gut. Das heißt, wir können einen festen Reroll einplanen und einen Apothekarius. Dann hat hier noch Sido. Ja, für seinen Rap, den er draußen geschrieben hat die ganze Zeit, hat er jetzt hier als wertvollster Spieler, sozusagen, weil er hinterher in der Kabine die Bude nochmal so richtig zum Kochen gebracht hat, die 5 Punkte bekommen. Damit kann ich persönlich leben. Wir haben nur 3-mal die Rüstung durchbrochen, davon war allerdings einmal der Goblin schwer betroffen. Er hat 6-mal die Rüstung durchbrochen, was ehrlich gesagt wenig ist. Wie viele...
War für 51 Tackles, aber ja, wir wissen, woran es lag, ne? Dieses ganze Geschiebe, das hätte auch ganz anders ausgehen können, Leute. Boah, das hätte komplett anders ausgehen können. Ballbesitz war ungefähr ähnlich auf beiden Seiten, was daran lag, dass der Ball auch sehr, sehr viel rumlag. Wir haben 2 Pässe gespielt, 2 gefangen, 2 Touchdowns gemacht. Ich weiß gar nicht, nee, der zweite Pass hatte eigentlich mit dem Touchdown überhaupt nichts zu tun. Egal, wir sind sehr viel mehr gerannt als er, oder was heißt denn sehr viel mehr, also ein bisschen mehr, so. Und ansonsten gab es auf jeder Seite ein K.O. An und für sich eigentlich ein, was passiert ist, relativ unspektakuläres Spiel. Und trotzdem war hier auch die Punktverteilung sehr, sehr eindeutig, wie ihr seht. 3 für Tissue, 3 für Zicky, 1 für Pirate, 2 für Eagle Eye, 1 für Tier und 5 für Sido. So, wir haben jetzt 1030 Punkte Teamwert und haben, wie gesagt, die 2 Level-Ups. Hier einmal, also 2 Feldspieler. Und wir gucken mal, was diese Feldspieler jetzt hier so fröhlich erwürfeln. Eine Doppel-1! Das ist cool. Wir können mal gucken, was wir uns da vielleicht aussuchen können. Eigentlich will ich ja mal einen Spieler haben, der sowas wie Wurfsicher hat. Das wäre vielleicht mal ein Plan. Oder Teamkapitän. Wäre auch nochmal ein zusätzlicher Reroll. Könnte echt was bringen. Ganz im Ernst, ich nehme das da. Schon mal ein Reroll mehr. Dann ist jetzt Tissue unser Teamkapitän. Der hat ja auch, soweit ich weiß, den ersten Punkt gemacht. Und Tier möchte ebenfalls aufsteigen und hat eine 6 Standardergebnis. Was nehmen wir denn da? Wir könnten dazwischen Blocken nehmen. Bei Dunkelelfen meiner Meinung nach nicht mal die blödeste Idee. Oder wir nehmen da auch Abrollen. Wir könnten auch Gewand nehmen. Wir könnten Ausweichen nehmen. Aber das kann so leicht gekontert werden. Durch Tackle. Ich glaube, ich nehme bei Tier ebenfalls Blocken. Weil mit den Dunkelelfen werde ich wahrscheinlich deutlich häufiger prügeln, als es ja, normalerweise mit Elfen der Fall ist. Tissue wird irgendwann auch nochmal Blocken bekommen, aber was soll's. Ich brauche auf jeden Fall genügend Spieler, die im Zweifelsfall an der Front stehen können und das Blocken einfach aushalten. So, aber jetzt gehen wir zum Personal. 2 Dinge müssen getan werden. Einmal das da und einmal das da. Und damit sind die Malekith Marauders so gut, wie sie noch niemals zuvor gewesen sind. Und haben damit jetzt schon mal einen Teamwert von 1140 Punkten. Hier sehen wir die Bande nochmal. Tja, es sind nur 11, aber... Ja, 11 Elfen halt, ne? Aber die haben es hoffentlich deutlich faustdicker hinter den Ohren als ihre Vorgänger. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal in Blood Bowl 2. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.